Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und heute will ich über Shoppen reden. Na, werden Sie denken, was will ich Ihnen vom Shoppen erzählen? Das machen doch die Frauen gerne. Na, ich muss Ihnen gestehen, ich mache das auch ganz schön. Und vor allen Dingen, wenn ich sehe, was auf TV Berlin so angeboten wird. Und da haben wir ein was ganz Besonderes. Ab Sonntag, den 1. Advent. Da läuft nämlich eine neue Shopping-Sendung bei uns auf TV Berlin. Nämlich Manu Lenz. TV. Genau, ich grüße Sie, Herr Brinkmann. Und ich war so verblüfft gerade, als ich Sie gesehen habe und sagte, Mensch, bei dieser Frau muss man doch alles einkaufen. Das hoffe ich, dass die Kunden mir vertrauen. Das hat ja eine lange Geschichte und das Gute, und das werden Sie mir bestätigen, als Moderator muss man immer ehrlich sein. Das müssen wir nicht nur, das sind wir auch. Das sind wir auch, ja. Manu Lenz TV, Manu Lenz. Manu steht für Manuel, nicht? Manuela. Manuela. Mhm. Manu Lenz TV. Das ist ein neuer Shopping-Kanal. Ja. Ja, den haben Sie gerade auf Sendung gebracht. Ja. Und wir sind begeistert davon, Sie sind begeistert davon. Sonntag geht's los, bei uns 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr genau. Und das täglich. Das sagen wir schon mal. Mhm. Und das sagen wir noch mal öfters, damit die, die es jetzt vergessen, das auch aufschreiben. Ja, und dort machen Sie was? Sie bieten hauptsächlich schöne Dinge an für Frauen. Genau. Unser Slogan ist, alles, was Frauen wollen. Das heißt, Beauty. Alles gleich. Gott, dann schrecke ich ja zurück. Vermutlich Beauty. Muss ich das alles bezahlen, nein, nein, was nein. Die Frau will. Ne? Ich glaube, die aktive Frau von heute weiß selber, was ihr steht und was sie gerne haben ja. möchte. Also Mode, Beauty, wir haben ganz, ganz tolle Schmuckkreationen. Wir haben aber auch was für den Herrn, denn viele Frauen kaufen für ihre Männer ein. Und dieses ganze Portfolio bieten wir. Allerdings richten wir uns komplett auf die Frau aus. Also Sie kennen ja, wie eine Redaktion arbeitet, das haben wir auch. Wenn unsere weiblichen Redakteure sagen, wann kann ich das kaufen? Dann ist es der richtige Artikel. Was ist denn der Hit jetzt? Ich meine, wir beginnen damit am 1. Advent. Ja. Ja, dann geht es täglich los und man kann sich das Shopping in der Stadt sparen, glaube ich. Jetzt absolut. Nicht. Die Hektik können Sie vergessen. Sie können Ihre gesamten Outfits für Silvester, für Weihnachten bei uns einkaufen, von festlich bis sportiv. Aber wichtig ist natürlich auch, Frauen putzen auch gerne. Wir haben eine Putzengel-Marke kreiert. Das heißt, meine Frau sagt immer, warum putzt du das nicht endlich? Nee, ich finde, es gibt viele Frauen, die entspannt das. Und wir haben eine ganz, ganz hübsche Verpackung mit dem Putzengel und der funktioniert auch wirklich. Es ist schnell, effektiv und es funktioniert. Das müssen wir mal erklären. Ja. Ich glaube, das macht mich neugierig. Das kaufe nämlich dann ich. Das spart mir eine Menge Arbeit. Ja? Was macht die Sache denn da so einfach? Also unsere Sie sagen, Linie das ist effizient. Genau, hat für jeden Bereich, ich sage jetzt mal von Sanitär, Allzweck, Fettlöser, immer einen speziellen Engel. Und diese Putzmittel sind so durchdacht, dass sie schnell effektiv, dass sie funktionieren, weil sonst kommt alles zurück. Bei uns hat der Kunde 30 Tage volles Rückgaberecht. Und hinterher riecht super. Wenn Sie nach Hause kommen und es riecht frisch, jede Frau findet das toll, vielleicht die Männer auch. Was ist denn jetzt so der Hit bei Ihnen? Sie suchen das ja vorher aus. Mhm. Sie müssen das ja ertasten, erfühlen. Ja, ganz, was ist, läuft gerade? Was wollen die Frauen jetzt haben? Also die Frauen im Speziellen achten auf gut sitzende Mode. Meine eigene Kollektion heißt Manu Lenz, so wie ich, und sind figuroptimierte Schnitte. Ich entwerfe die auch selbst. Das heißt, die Schokoladenseiten, die zeichnen kann ich nicht. Die Schokoladenseiten der Frauen werden unterstrichen, das heißt, jede Frau ist einzigartig. Bis zur Größe 52 zeigen wir die Frauen von ihrer Schokoladenseite und das funktioniert seit mehr als 6 Jahren wunderbar. Ja. Ich habe immer gedacht, Frauen haben nur Schokoladenseiten. Wenn Sie es so sehen, sind Sie ein lieber Mann. Ja. Gut, da wollen wir nicht übertreiben. Haben Sie das auch entworfen? Das ist ein Prototyp, der bald kommen wird. Das ist schon eine nächste Frühjahrskollektion, die wir natürlich sehr viel im Voraus kreieren. Wenn Sie mich noch nach Highlights fragen, wir haben auch eine Kollektion, die heißt Aphrodite, wie die Göttin. Und damit können Sie Ihre Kollektion zu Hause tunen. Das heißt, Sie können sie verändern, verlängern, mit der Farbe unterstreichen. Mehr will ich gar nicht verraten, weil die Frauen sollen ja zuschauen. Ich bin neugierig. Wie mache ich denn das? Ich sitze jetzt vorm Fernseher und dann sagen sie, ich kann das verändern. Genau, das zeigen wir Ihnen. Wie mache ich das? Wir zeigen Ihnen zum Beispiel Beispiele von einem T-Shirt, was Ihnen vielleicht am Herzen liegt, wenn Sie jetzt eine Frau werden. Und das schieben Sie vom Kleiderschrank von links nach rechts, von oben nach unten. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt eine Frau. Gut. Und jeder, der uns jetzt zuschaut oder jede, will wissen, wie kann ich denn das verändern? Genau, also Ihr Lieblingspullover ist Ihnen vielleicht ein bisschen zu eng und zu kurz geworden. Er ist von den Proportionen nicht mehr richtig. Da haben wir einen Artikel, den die Frauen lieben, ein Veränderungstop, ein Verlängerungstop. Damit können Sie die Länge verändern, Sie können die Farbe verändern
Und wenn etwas ein bisschen transparent ist, dann wird es auf einmal wieder tragbar und die Frauen fühlen sich wohl. Meine Damen, ich glaube, Sie haben das verstanden. Ich zwar auch, aber ich probiere es nicht aus. Aber Sie können es ja hinterher mal ausprobieren. Oder wenn Sie die Sendung täglich sehen, bei uns 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, am 1. Advent, dann können Sie es gleich mal ausprobieren. Mhm. Jetzt nehme ich mal an, das Kleid gefällt mir. Gut. Ja, das nehme ich nicht nur an, sondern ich sage es, das gefällt mir. Dankeschön. Das hätte ich jetzt gerne. Ja. Ja, wie funktioniert das jetzt? Aber es ist zu lang oder zu kurz? Na, das ist jetzt eine Tunika, die sollte diese Länge haben. Ja. Die sehen Sie an unseren Models im Fernsehen. Und das Wichtige ist, wir haben nicht nur schmale Konfektionsgrößen, sondern ich bin ja selber kein zarter Hase, sondern eine wohlproportionierte Figur. Darum gibt es unsere Kollektionen auch fast immer bis zur Größe 52. Ab dem nächsten Jahr haben wir eine große Größenkollektion bis zur Größe 60, weil diese Frauen finden schwierig, Garderobe, die ihnen auf den Leib geschneidert ist. Und das ist so unsere Passion, für die Frauen etwas zu tun, was man nicht so im üblichen Handel im Markt findet. Wenn Sie also eine Modepräsentation sehen, sagen die Tunika, wenn die dann im Frühjahr kommt, die würde Ihnen gefallen. Genau, die will ich haben. Genau, dann können Sie die bestellen. Also die kann ich jetzt am 1. Dezember noch nicht kaufen. Nein, die gibt es erst im Frühjahr. Ach, schade, ich muss ja ein bisschen Reklame machen für die Trends. Ja? Ja, also aber vorbestellen für Ostern. Genau, da ist sie dann auf jeden Fall da. Also jetzt nehmen wir mal an, die gäbe es jetzt schon am 1. Dezember. Wie lange dauert es, bis es denn bei mir ist? Am 1. Dezember, dann haben Sie sie, 1. Dezember ist ja ein Sonntag, dann haben Sie sie spätestens Mittwoch. Ja, ja. Garantiert. Garantiert. Geschworen. Geschworen. Ja, sehr gut. Und was kostet? Die wird kosten, na, ich, das ist jetzt aber, da machen Sie jetzt, ich würde mal sagen 69,90. Ja. Na, 30 bis zum Grad Pflegeleicht. Kann es ja noch billiger oder teurer werden. Ja, ist ein guter Preis. Je nachdem, wie es ist. Ja? Und wie lange brauchen Sie, um sowas zu kreieren? Und wann fällt Ihnen das ein? Ich muss dazu in Stoffen und Drucken wühlen und gucken, was wird es, ein Kleid oder wird es eine Tunika? Das fällt mir ein, wenn ich einen Druck sehe. Also dann kommt die Inspiration, was wird es machen? Wo gehen Sie denn dahin? Wo sieht man denn sowas? Ja, Sie merken, ein naiver Mann fragt eine kluge Frau. Ja. Ja, wo liegen denn diese Drucke? Die liegen ja nicht überall. Nein, für meine Kollektion kommen Sie mehrfach aus Südfrankreich. Da kriegen Sie also Drucke. Nein, die kriege ich zugeschickt. Ja. Mittlerweile, früher musste ich hinfahren auf Stoffmärkte. Und dann schauen Sie sich die Drucke an und die werden dann auf 200 Meter Rolle bedruckt. Und es entstehen dann ungefähr, ich würde mal sagen, 120 Tuniken daraus. Mhm. Wenn die ausverkauft sind, gibt es den Schnitt zwar wieder, aber die Tunika mit dem Druck nie mehr. Und so wird es ein Sammlerobjekt. Ein Unique. Ja. Ja, ein Einzelstück. Ist es irgendwo signiert? Ja, das könnte ich tun, aber ja, dieses so, ist jetzt, so den trage ich, zu, das trage ich zur Probe. Manu irgendwo da eingewebt? Auf jeden Fall gibt so es ein Weblabel, ganz sicher. Ha? Ja, das gibt es. Wie kommt man denn auf solche Ideen? Ja, wie jung waren Sie, als Sie gesagt haben, dass ich möchte mal selber was entwerfen und dann auch selber verkaufen, vielleicht eine eigene Fernsehshow machen damit. Wann ist das gewachsen? Fragen Sie zur Mode erstmal, die erste Frage. Ja. Gut, also ich bin 48 Jahre alt und über 6 Jahre gibt es meine Kollektion. Und entstanden ist meine Kollektion, weil ich früher der VIP-Sprecher war, Österreich, Schweiz und Deutschland für eine große Kollektion. Ich war direkt bei den Frauen und alle haben zu mir gesagt, Frau Lenz, wir wollen das Weibliches, wir wollen Kleider tragen, aber bitte nicht so kompliziert. Wir müssen uns wohlfühlen, wir müssen gut aussehen und es muss pflegeleicht sein. Ja. Und irgendwann hatte ich einen Programmchef bei einem Teleshopping-Sender, wo ich sehr viele Jahre moderiert habe. Und der hat gesagt, Mensch Manu, alle deine Kollegen sind so zarte Kasen. Also die weiblichen Moderatoren sind häufig Größe 36 oder 38. Ich bin eine 42. Bisschen Spindeldür, würde ich sagen. 44, habe aber die meisten Modeumsätze gemacht. Und er hat zu mir gesagt, mach doch mal selber eine Kollektion. Mhm. Du weißt doch, was die Frauen wollen. So ist entstanden. Und dann war es ein bisschen Glück, dass ich ein Händchen habe. Und da haben Sie hingesetzt und gezeichnet? Nein, ich kann gar nicht zeichnen. Ich muss sagen, ich muss den Schneidern sagen, wie ich es haben möchte. Suche einen Stoff oder eine Farbe aus und dann probiere ich das an mir selber aus. Dann machen die einen Prototyp, schauen Sie mal, wie das. Und dann probiere ich es aus und wenn es mir gefällt, dann liege ich meistens richtig. Sehen Sie, so denkt man das, nicht? Man denkt natürlich, eine Designerin setzt sich hin, nimmt einen Stift und malt und ein bisschen Farbe daran. Na, Sie probieren das aus. Ja. An der Puppe oder also an mir? Ich bin die Puppe. Ah. Und dann, bis es sitzt. Genau. Bis sich nichts mehr zieht. Geht ja auch ums Tragegefühl. Wie fühlt sich der Stoff an? Bleiben die Farben so? Ist es pflegeleicht? Wie sieht es nach der 30. Wäsche aus? Wir machen einen Waschtest mit jedem Kollektionsteil von 200 Waschgängen. Mit dem Stoff erstmal und erst wenn die Farbe und der Druck so bleibt. Bei 251 geht die Farbe raus. Das glaube ich nicht. Auch geschworen? Auch geschworen. Sehr gut. Dann erst machen wir die Kollektion. Was kann man alles bei Ihnen kaufen? Die wunderbaren Stiefel? Schuhe haben wir noch nicht, aber im nächsten Jahr angepeilt. Also Sie bekommen sämtliche Garderobe für alle Moderichtungen, die man sich vorstellen kann. Im nächsten Jahr kommt was ganz Tolles. Mein jüngster Sohn, 3 Kinder habe ich, der ist jetzt 13. Der hat eine eigene Kollektion gemacht für Mütter und Töchter. Mit 13? Mit 13. Er hat mein Blut.
Und diese Kollektion wird sehr spannend, weil wir machen T-Shirts, die sowohl junge Zuschauer kaufen können und auch jung gebliebene Mütter. Das ist also was Spezielles, die große Größenkollektion. Das ist, was die Mode angeht. Und der 13-Jährige firmiert dann natürlich auch schon unter dem Label Manu Lenz TV? Nee, der hat sich was Eigenes ausgedacht. Diese Kollektion wird heißen Noah K. Noah K. Ja. Was ist das für eine Verbindung? Noah ist sein Vorname und K ist cool. Cool. Das findet er cool. Das würde sich ja mit C schreiben. Ne? Und der macht jetzt für diese 13-Jährigen aufwärts oder abwärts? Nein, also junge Zuschauerinnen, 13, 14, 15 und die Mütter dazu werden eingekleidet mit einem ganz speziellen Typus von Shirt und tollen Drucken, da dürfen sie sich schon drauf freuen. Was machen Ihre anderen beiden Kinder? Sind die auch schon im Designer? Die Tochter ist jetzt 20, nein, die wird Tierärztin, hoffe ich. Ja. Und der ganz Große übrigens ist hier in Berlin und der kümmert sich um denkmalgeschützte Immobilien. Also was ganz, ganz anderes. Denkmalgeschützte Immobilien. Da findet er ja vielleicht alte Drucke. Das könnte sein. Das wäre auch eine schöne Moderichtung. Also, wenn Sie shoppen gehen wollen, ab Sonntag können Sie sich das alles sparen. Da gucken Sie einfach auf unseren Sender. TV Berlin, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Jeden Tag läuft dann Manu Lenz TV. Und es gibt alles, was die Frauen sich wünschen. Und wie ich natürlich gehört habe, mit großer Begeisterung auch das, was die Männer sich manchmal wünschen. Und ich bin nicht so gerne ein großer Shopping-Fan, also könnte doch jemand für mich dann bei Ihnen einkaufen. Naja, Sie brauchen ja Weihnachtsgeschenke. Ja, das ist eine gute Idee. Holen Sie sich mal Blatt und Bleistift. Nach der Pause reden wir weiter. Bis gleich.